Ding ist. Björn Käs. Da wohne ich. Also mein Käs wohnt hier. Björn Käs heißt das Ganze. Björknäs, nicht Björn Käs. Für mich heißt es Björn Käs. Da jetzt. Oh, hier im Kamin stehen pinkfarbene Schuhe. Ja, nimm mit. Habe ich. Ich habe Garn gefunden. Oder Zwirn. Das muss doch deine Hütte sein. Das wäre aber Seemannsgarn. Badums. Pinkkäs, Björnkäs. Björknäs. Na gut, dann ist es halt Björknäs. Björk heißt so. Birke auf Schwedisch. Also ist das Birkennest. Okay. Das Birkennest. Oder was auch immer Ness heißt. Ich, keine Ahnung, was ich, bin. Wer von euch Zuschauern kann Schwedisch? Schreibt es uns mal in den Chat, was Björknäs heißt. Ja. Oder was Ness ist. Ja, das kommt mir fast spanisch vor. Fast. Bisschen weiter nördlich. Ich habe ein Jagdgewehr gefunden. Wie nett. Ich habe Munition gefunden. Wie nett. Ich nicht. Oh, ein Zielfernrohr für Gewehre. Sehr gut. Dachte, ich könnte hier rein in das kleine Hundehütchen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht. Ich tatsächlich habe kaum noch Erste-Hilfe-Sets. Ich muss mal gerade gucken. Wie viel habe ich noch? 4 Stück und 2 Adrenalinspritzen. Mit den Adrenalinspritzen kannst du nachher dich quasi selbst hochheilen, wenn du mal niedergeballert wurdest. Das klingt gut. So, wie packe ich dieses Zielfernrohr jetzt auf das Jagdgewehr drauf? Ich will das Jagdgewehr so, aus. Genau, wie haben wir das gemacht? Genau, Ergänzungen auswählen? Dann Sichtmodule? Nee, Mündungsaufsätze? Nee, Waffe? Ergänzungen? Dann passt das für dieses Gewehr nicht. Dann ist es etwas anderes, doch. Dann ist es für Sportgewehr. Nee, also bei Visier konnte ich das, also das, was ich gefunden habe, konnte ich nehmen. Ergänzungen? Wie sie. Ach, okay, alles klar. Verstanden. Ja. Ich habe aber tatsächlich noch keine. Ich kann tatsächlich. Hast du Munition gefunden dafür? 2 Schuss sind drin. Mehr nicht. Gut. Ich habe nichts. Nichts habe ich. Aber das ist gut, weil dann haben wir das nämlich entdeckt und rein theoretisch, wenn wir jetzt ganz genau sind, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir gehen jetzt mal einen Hügel aufwärts, wir könnten jetzt nochmal komplett um die Insel drumherum laufen. Da gäbe es tatsächlich noch Sachen. Hast du auch die Map? Ja. Also man könnte jetzt rein theoretisch an der Küste weiter Richtung Nordosten gehen. Da käme man tatsächlich noch an so 2-3 Orte. Ja, nach Björknäs Oggen. Ach, das stimmt, da hinten. Da ganz hinten. Ja, und auf dem Berg oben ist auch noch irgendwas. Ja, ja, genau. Und jetzt ist halt die Frage, Kundschaft. Eigentlich sollten wir ja aber hier die Straße runtergehen. Das war ja. Ja, das war der ursprüngliche Plan. Ja, der genau. Wunsch des Spiels. Genau. Folge der Straße nach einem sicheren Ort. Ich vermute mal, da ist, wo der Zufluchtsort ist. Guck mal, Hauptmission. Ich würde vorschlagen, ja. Wir gehen der Hauptmission nach. Das heißt, wir müssten jetzt von hier aus zur Kirche. Genau, oder dem roten Punkt folgen in unserem Kompass da oben. Oder dem Wegpunkt 2, den ich gerade gesetzt habe, folgen. Warte mal, ich nehme mal das Gewehr in die Hand. Jetzt hätte ich hier beinahe nochmal eine Kugel reingejagt in den hier. Ich lass den mal machen. Ich lasse den Klapp immer machen. Ich renne jetzt einfach mal so hinterher und tu mal so, als würde ich ihm vertrauen. Björknäs Oggen, sag ich nur. Da geht's. So, come on. Lauf. Ja, ich bin so positiv. Junge, lauf! Ich bin ein Rebell. Ich bin im Sport nicht so streberhaft dabei wie du. Ach so, wobei es immer ganz andersrum ist. Ne? Ich bin ja quasi so der Nerd. Stimmt. Aber es gab damals noch keine Computer. Also nicht so in dem Umfang wie heute. Das heißt, die Nerds waren. Ja, das stimmt. Noch, die Nerds von früher, die waren noch. mit CB-Funkgeräten im Wald rumgerannt.
Genau, und die waren damals noch ein bisschen beweglicher. Erforsche die Kirche von Iboholmen. Iboholmen. Also Iboholmen sieht gut aus. Kirchturm habe ich gerade gesehen. Boah, ich muss unbedingt die Taste C deaktivieren. Und hast du gesehen vorhin bei diesen Robotern, die hatten sowas wie einen kleinen. Die hatten auch sowas wie einen kleinen Tank dabei. Ja. Da würde mich interessieren, ob das so eine Art Brennstofftank ist. Ich höre wieder irgendein Geräusch. Die rennen auch hier wieder rum. Wo denn? Ne, das hörst du doch. Die summen hier rum. Aber man kann, glaube ich, schleichen. Ich glaube, die entdecken einen nicht sofort. Also wir wollen jetzt in die Kirche rein. Mhm. Kann man sich hinlegen? Oh. Haben wir nicht. Links oder rechts lang? Kann man sich hinlegen? Doch, kann man. Doch, kann man. Mit welcher Taste? Mit Y. Und jetzt kann man hier nämlich durch das Gestrüpp krabbeln. Tommy, ich mache meine Klamotten an, das musst du sagen. Entschuldigung. Ich bin der Nerd. Ah, meine Klamotten. Ah, meine Eltern bringen mich um. Wenn du Pech hast, hat jemand deine Eltern schon umgebracht. Kann natürlich sein. Ja, das will ich jetzt gar nicht so sehr dementieren. Vielleicht einen Stein durchglitschen. Ist das geil. Vielleicht machen wir uns hier gerade total zum Affen. Und die sind gar keine Viecher. Und wir krabbeln hier durch den Dreck. Ist doch egal. Ich meine, guck mal. Da steht eine Leiter. Wir sind hier. Oh ja, doch, da drüben ist ein Vieh. Ja, lass uns mal krabbeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn wir gleich irgendwie in der Kirche sind, dass dann alles halb so wild ist. Komm schon! Ich werd gespottet. Lass uns rein, Fahrer, lass uns rein. Fahrer, lass uns rein, was? Ja, Kirche, Pfarrer. So. So, hier liegt was zum Lesen. Whiteboard-Nachricht. Whiteboard-Nachricht. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet: Wir sind zum Bauernhof Steenhager gegangen, um uns mit den Andersons zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Okay, bist du Johnny? Ich bin im Bauernhof. Klabi? Bist du Johnny? Hier sind Boxen. So, was haben wir hier? Radio gefunden. Radio ist doch irgendwie, man soll in Notsituationen das Radio anschalten, oder? Okay, ich habe eine Hose gefunden, eine Nerdhose, die mit meinem Kleidungsstil jetzt nicht unbedingt schmeichelt. Aber hier liegen doch Dinge auf den Dingens. Auf den Rängen. Quasi. Hier liegen Matratzen, hier liegen noch Rucksäcke. Also gut, gehen wir erstmal looten. Ja, ich gehe jetzt erstmal looten. Also ich gucke jetzt einfach mal, was hier so rumliegt. Und dann können wir hochgehen. Ich glaube, oben ist auch noch was. Das sollte aber kloppen. So, hier gibt es natürlich Zeug. Da gibt es Zeug. Alles in der Kategorie. Was? Warte mal, ich habe was sauber. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Warte mal. Lagerbox. Oh, ich werde gerade gescannt. Und ich habe einen Text gefunden. Ja. Ich muss, glaube ich, irgendwie alles übertragen. Kann ich irgendwie alles nehmen mit einmal? Alles in der Kategorie ablegen. Aber ich kann es jetzt nicht irgendwie nehmen. Na gut, okay. Ich nehme alles in die Hand. Ich weiß nicht, was ich jetzt gleich noch davon brauchen werde. Ich nehme einfach mal alles wieder zurück. Also, ich habe mal ein bisschen Geschichte zum Vorlesen. Ja, mach mal.
Also das erste ist wahrscheinlich noch von vorm Haus, als wir, wo wir die ersten Polizisten gefunden haben. Ihr seid jetzt bewaffnet und könnt euch verteidigen. Es wäre allerdings gut, einen sicheren Ort zu haben, an dem ihr euch aufhalten und zu dem ihr euch zurückziehen könnt, falls die Dinge sich zum Schlimmeren wenden sollten. Wenn du der Straße folgst, solltest du wieder auf Zivilisation und andere Menschen treffen oder im schlimmeren Fall zumindest ein Versteck finden. Das war sozusagen die Mission, den Teil haben wir schon erfüllt, weil wir sind schon in der Kirche. Mhm. Und dann eine Nachricht an der Tafel in der Kirche von Ipholmen beweist, dass eine Gruppe von Überlebenden dort Zuflucht gefunden hatte. Mhm. Sie zogen dann aber zum nahegelegenen Bauernhof Stenhager weiter und fordern Versprengte auf, es ebenfalls dorthin zu kommen. Ein Pfeil an der Tafel zeigt nach Westen, also liegt der Bauernhof wahrscheinlich in dieser Richtung. Mhm. Und dann gibt es wohl zwei Missionsgegenstände, die ich aber noch nicht gefunden habe. Und sonst keine weiteren Infos. Okay. Und dann gibt es hier noch eine, das war wahrscheinlich die Nachricht, die ich eben gefunden habe. Anscheinend hat jemand seine Familienwaffe für seinen Sohn zurückgelassen. Er hat die Waffe genannt, die alte Bettan, an einem geheimen Ort irgendwo in der Kirche hinterlegt, den beide kennen. Suche die alte Bettan. Die alte Bettan? Genau, Markus, falls du es liest, wir haben beschlossen, das ist hier. Doch, wir haben beschlossen, uns nach Stenhager zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt, dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Sie ist geladen, sei also vorsichtig, genauso wie ich dir es beigebracht habe. Okay. Papa. Hier geht es also noch auf den Kirchturm geht's hier hoch. Wo ein Junge sich verstecken könnte. Mhm, auf dem Kirchturm oben. Und da steht eine Waffe. Eine Wuchte. Die alte Bettan habe ich gefunden. Mal gucken, ob ich die auch finden kann. Oft ist ja so, dass Dinge hier doppelt drin sind. Oh, das ist natürlich jetzt spannend. Jetzt kann man natürlich unten runter gucken. Jetzt haben wir einen guten Punkt. Vielleicht kann man da sogar irgendwie auch schießen von hier oben. Ich gehe mal gerade hier in die Ausstattung. Mal Pump Action. Ich habe zwei Pump-Actions. Willst du eine haben? Was, zwei Waffen? Zwei Pump-Waffen, ja. Zwei Pump-Guns. Ich gebe mir eine Pump. Ich habe keine Pump gekriegt. Warte. Oh, ich will auch pumpen. Gegenstand ablegen liegt hier. Liegt rum. Ja. So, da liegt eine Pumpe. Jetzt habe ich hier das Jagdgewehr. Jetzt muss ich ja die Waffen irgendwie legen. Also man merkt tatsächlich schon so beim Spielen, dass man ganz klar hier ein bisschen mehr Zeit investiert, auch in das Inventar. Und man kann hier, ich habe hier gerade noch so eine Recyclingstation gefunden und so eine Herstellungsstation. Also es erinnert auch so ein bisschen an Fallout. Ja, oder ähnliche Spiele, wo man auch so ein bisschen survival muss und so ein bisschen craften muss. Tatsächlich ganz ohne Gebäude, aber so ein bisschen halt Ressourcen verwerten, Waffen pimpen und wahrscheinlich noch Klamotten machen und so ein Kram. Also das haben wir schon. Tatsächlich. Oh, wie geil. Wenn man auf den Tank, auf deren Rücken schießt, geht der hoch und mit einem Schuss, mit einem Treffer zumindest. Okay, habe ich schon zweimal vorbeigeschossen. Aber ich habe keine Munition tatsächlich. Mit einem Treffer. Ja, ich habe irgendwo schon mal ein bisschen was gefunden. Also nicht für die alte Bettan habe ich auch nur ein oder zwei einzelne Schuss, aber für das Jagdgewehr hatte ich gerade welche und habe gerade zwei ausgeschaltet. Nee, tatsächlich, da habe ich nichts in der Hand. Da habe ich noch keine Munition. Irgendwo noch irgendwas läuft. Ja, ich glaube, wir müssen da eh mal runter und dann einfach mal so ein bisschen. Tommy, geht mal aufräumen. Ja, mal aufräumen hier. Also hier. Warte mal, alles gut. Jetzt war ich beinahe aus dem Fenster gesprungen. Mal Pläne anzeigen. Ich könnte eine Kugelfest. Okay, alles klar. Ich könnte eine Fliegerjacke machen. Pläne anzeigen. Da fehlt mir tatsächlich Plastik. Kann ich Plastik recyceln? Was machst du? Ich habe eine rote Rakete habe ich aus dem Fenster geworfen, weil ich dachte, sie macht vielleicht Krach und lockt irgendwelche anderen in mein Schussfeld. Guck mal, ich kann die Radios recyceln. Gegenstand, okay. Kann ich das
Ein Radio muss ich wohl parat haben tatsächlich, weil das kann ich nämlich nicht recyceln. Ich glaube, man kann alles recyceln. Also nicht alles, aber das meiste. Fernglas könnte ich tatsächlich recyceln. Aber das wäre ja Banane. Was dafür? Textil, Klebstoff und tralala. Zwirn. Fertigungsressourcen. Alle Ressourcen lagern. Und dann bin ich hier quasi... Achso, guck mal hier. Bin ich ja tatsächlich durch jetzt. Ich könnte jetzt alles lagern und ich könnte jetzt an der Recycling... an der Nähstation könnte ich mir eine Fliegerjacke bauen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Feuerwerkskörper, den wollte ich eigentlich aus dem Fenster werfen. Oder ich habe ein Fernglas. Ich habe zwei Ferngläser, das heißt, ich könnte eins recyceln. Und wie mache ich das? Muss man unten gucken. Mit E, Gegenstand recyceln. Ja, genau, da steht unten Gegenstand recyceln. Aber pass bitte auf, weil du kannst auch die Waffen recyceln. Verstehe. Und da habe ich jetzt einen Klebstoff, zwei Stahl und zwei Plastik rausgekriegt. Genau, und ich habe mir jetzt gerade eine Bomberjacke mit 1% plus Widerstand gegen Patronen. Okay, was will ich denn nicht mit mir? Ich habe hier eine Autobatterie. Glaubst du, da können wir irgendwas mit anfangen? Dü-dü-dü. Der Tommy. Okay, was kann ich mir jetzt hier nähen? Ich könnte... Aber die Jeansjacke habe ich doch schon. Eine Windjacke, grün, blau oder lila? Super, das sieht richtig kacke aus. So. So, wollen wir raus oder soll ich nochmal oben auf... aufs... also ich habe eine Silvesterrakete gefunden. Und ja. Meine Hoffnung wäre, wenn ich die aus dem Fenster schmeiße... dass dieses eine Gerät, was hier irgendwo noch ums Haus drum ist, dann vielleicht davon angelockt wird und ich sie von oben aus der Ferne ausschalten kann und wir uns dann nicht mit rumschlagen müssen. Ich würde einfach rauswerfen und flüchten. Nee, hier stehen ganz viele Autos im Umfeld, die will ich looten. Na dann mach mal. Wo sehe ich denn jetzt die Notsignalfackel? Feuerwerkskörper. Und dann muss ich den auf die 5 legen. Und dann nehme ich die 5 in die Hand. Und dann schmeiße ich die 5 aus dem Fenster. Und nehme die 1 in die Hand. So, die macht jetzt schön Krach. Und das war's. Jetzt hat sie Krach gemacht. Okay, das heißt aber auch, dass in die Richtung scheinbar nicht so wahnsinnig viele Monsterviecher mehr sind. Geh du doch mal raus und lock die an. Ich gebe dir von hier oben... Ne, ist auch doof. Ich komme runter. Ich bin ja schon unterwegs. Ich laufe ja schon, weil das wäre das Einfachste. Aber, also ich sehe dich jetzt nicht. Ich kann dir jetzt gerade keine Rückendeckung geben, okay, weil... Ich sehe 3. Ich gehe jetzt mal den Rest von Tommy aufsammeln. Das sieht ja nach Nahkampf aus. Mhm. Was ist das für ein Monster? Oh. Okay, einen haben wir.